What? Ein Schuss und that's it? Ich will die Waffe haben. Lass uns die Wichser platt machen. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, Bushido. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka Elite im Anmarsch. Los, weg! Schieß die Kabel durch! Was für Kabel? Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Bei ihm reicht ein Treffer nicht mehr. Ich bin gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht! Nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da! Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Wohin? Ja. Meine Güte, bin ich jetzt erschrocken. Shit. Das ist Adam Smasher. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Johnny, Bewegung!
Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Autsch, mein Arm. まだ生きています。わかりました。向かいます。 Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Es kommt ja aus der Schweiz. Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Shisha no kotoba niwa, つつましさがある。始めろ。 Laying for time. Ugh, das ist ja widerlich hier. Hä? Wo geht's hier lang? Das sind wir. Also, Johnny Silverhand. Und du? Wer bist du? Wellblech entfernen. Oh, wir liegen auf dem Müll. Ha ha ha.
Oh, den Part hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, der ist spooky. Da kommen mir gleich so überall so Puppen. Also, oder? War das das Spiel? Wo du irgendwie über so eine Müllhalde läufst. Ziemlich ziellos. Sie aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この女で間違いありません. Hi. 1 Stunde後には着くかと。Leise. Oh ja, stimmt, das war Detroit Become Human, stimmt. Aber das hat mich gerade sehr dran erinnert, tatsächlich hier mit dem Kriechen und so. Ich bin nicht die Mörderin des Kaisers. So, hidoi nioi da. Du siehst aus wie Scheiße, ist nicht viel besser. Oh. Dass die hier immer so beleidigen müssen. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Nächste Tod. Wobei, gerade eben sind wir ja nicht gestorben. Also ist das eigentlich jetzt erst mein zweiter Tod. Und das jedes Mal in Kürzen. Okay, also wissen wir, wir müssen uns jetzt heilen. Ich brauche deine Hilfe. Auch wenn ich es eigentlich nicht will. Ich will dem nicht helfen. Schießen. Ich bin schon wieder überladen. Mach nicht, was ich...
soll. Du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Hast dich gut geschlagen. Vergeude keine Zeit. Victor. Fliegt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direktlink ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen Ihren Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralboxen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt sie. In der Tat. Wenn sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir sie rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Sie stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Verstand dies als Bruch des Arwin-Abkommens. Eine offene Provokation der MUSA und Militech. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung mein... Wie geht es hier? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Fuck.
nicht weg. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, Vic. Hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Vic. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du hast nicht mehr lang, Kleine. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Mich wieder hin, oder? Weg! Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Weg! Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip ist ein Konstrukt, eine Psyche, die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann... Soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort.
Scheiße, ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleine. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vi. Bringen wir dich nach Hause. Und dann starb er. Und ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes, des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, Schätzchen. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, Vi. Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wofür brauche ich Pillen, verdammt? Warum lasse ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dein zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Er hat eine Kette aus meinem Gehirn gezogen. Ich habe das jetzt mal geklippt. Was genau?
Es ist ja jetzt irgendwie die letzte halbe Stunde ziemlich viel passiert, wo ich nicht viel machen konnte. Und ich habe immer noch Durst. Ich habe mich nicht getraut, zwischendurch was zu trinken, weil ich nicht wusste, ob ich irgendwo schnell reagieren muss.